Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Staatsminister Tarek Al-Wazir das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde gerne quasi da anschließen, wo ich vorhin aufgehört habe, und darauf hinweisen, Herr Kollege Dr. Naas, Stichwort Digitalisierung, Kollegin Müller hat es angesprochen, dass wir das in Hessen in weiten Teilen schon gelöst haben. Und wissen Sie, was der Türöffner war? Es war das Schülerticket. Wir haben Ende 2016, das war ziemlich sportlich, da ging es nämlich darum, dass man in den NVV-Bussen und NVV-Bahnen noch die Lesegeräte anbringt, die es möglich machen, dass man das Schülerticket Hessen dann eben hessenweit benutzen kann. Und es gibt, seitdem es das Schülerticket Hessen gibt, in jedem Bus und in jeder Bahn, die in Hessen unterwegs sind, ein Gerät, mit dem Sie das E-Ticket Hessen sozusagen benutzen können und es lesbar machen können. Das heißt, wir haben in Hessen bereits etwas, was es in anderen Ländern in der Form noch lange nicht gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da kann man sich auch darüber freuen. Ich will einen zweiten Punkt ansprechen, erst einmal in Richtung der Linksfraktion, Stichwort alles umsonst. Es gibt ja zwei Bereiche in Europa, wo es kostenlosen Nahverkehr gibt. Das eine ist Tallinn in Estland. Da gibt es übrigens einen spannenden Artikel in der Berliner Zeitung. Den kann ich Ihnen mal empfehlen. Googeln Sie. Die haben jetzt ein paar Jahre lang schon kostenlosen ÖPNV. Da gibt es inzwischen eine Bewegung, die dafür plädiert, wieder Fahrgeld zu nehmen und dafür das Angebot besser zu machen. Weil nämlich das Problem dieses kostenlosen ÖPNV in Tallinn ist, dass er über die Jahre immer schlechter geworden ist und jeder, der es sich leisten kann, ihn nicht benutzt. Und dementsprechend ist das, kann ich Ihnen nur sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Schauen Sie sich das mal an. Schauen Sie sich das mal an. Das zweite Beispiel ist Luxemburg. Übrigens ein sehr netter grüner Verkehrsminister, der Kollege Bausch, den ich auch gut kenne. Jetzt müssen Sie natürlich wissen, Luxemburg hat mehr Geld als andere. Und ich glaube, gerade mit der Linksfraktion könnten wir uns einig sein, dass wir deren Geschäftsmodell jetzt unbedingt nicht übernehmen wollen. Also insofern ist klar, dass wir sagen, an so einer Stelle immer gucken müssen, was dadurch auch passiert. In manchen Bereichen sind die Tickets zu teuer. Das war auch der Grund, warum wir die hessischen Flatrate-Tickets eingeführt haben. Das hat auch zu mehr Kundinnen und Kunden geführt, ganz offensichtlich, wenn man sich die Verkaufszahlen des Schülertickets beispielsweise anschaut. Aber eben umsonst hat am Ende Konsequenzen fürs Angebot, weil dann können Sie es nicht mehr so finanzieren und vor allem ausbauen, wie es eigentlich nötig wäre. Das heißt, man muss da auch die Balance halten. Nächster Punkt, den ich ansprechen wollte, Infrastruktur. Wir müssen natürlich auch die Infrastruktur ausbauen. Das hat ja das 9-Euro-Ticket gezeigt. Herr Gerntke, Sie können ja schöne Fragen stellen im Ausschuss. Was tun Sie dafür, dass mehr Angebot dann da ist? Das kann ich Ihnen sagen. An manchen Stellen können Sie überhaupt nicht mehr Angebot bereitstellen. Der RMV würde gerne auf der Riedbahn mehr S7 bestellen. Leider passt auf die Riedbahn kein einziger zusätzlicher Zug mehr drauf, weil die Infrastruktur es nicht hergibt. Und das Gleiche gilt genauso für andere Bereiche in Hessen. Und deswegen habe ich seit jetzt 8,5 Jahren kräftig daran gearbeitet, mit der Bahn, mit den Kommunen, mit den Verkehrsverbünden, dass wir den Infrastrukturausbau wieder nach vorne bringen. Weil wenn Sie am Ende ein besseres Angebot auf der Schiene machen wollen, dann brauchen Sie schlicht mehr Schiene, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist einfach die schlichte Wahrheit. Und wir haben die vier großen Fernverkehrsprojekte, Frankfurt-Mannheim, Frankfurter Fernbahntunnel, Hanau-Fulda, Fulda-Gerstungen. In all diesen vier Bereichen haben in den letzten 8 Jahren die Dialogverfahren stattgefunden, sind die Trassenfindungen erfolgt, sind teilweise die Finanzierungsverträge auf dem Weg. Es ist in Raumordnung, teilweise in Planfeststellung schon gegangen worden. Und das hilft übrigens auch dem Nahverkehr, weil es Kapazität auf den Schienen freimacht. Siehe S7, siehe Riedbahn. In dem Moment, wo Frankfurt-Mannheim fertig wäre, könnte man natürlich auf der Riedbahn auch mehr Regionalverkehrszüge fahren lassen. Das eine und das andere hängt zusammen. Und wir haben oder auch andere Projekte, Stichwort Wallauer Spange, ist ein Bundesprojekt, würde aber natürlich dem Regionalverkehr extrem helfen, wenn Sie von Wiesbaden Hauptbahnhof bis zum Flughafen nicht mehr 30 Minuten, sondern 13 Minuten brauchen würden. Also auch da sehen Sie, haben wir gemeinsam mit der Bahn, gemeinsam mit vielen anderen etliches auf den Weg gebracht. Und die Regionalprojekte gehören natürlich dazu.
S-Bahn-Anschluss Gateway Gardens, S6 Frankfurt-Friedberg, die im Bau ist. Nordmainische S-Bahn sind die ersten Vorabmaßnahmen im Bau. Bahnübergang Frankfurter Landstraße in Hanau. Die Regionaltangente West, ja, ein Projekt, wo 30 Jahre darüber diskutiert wurde. Wir haben den ersten Spatenstich gemacht. Sie ist im Bau. Es hätte man für unmöglich gehalten, noch vor einigen Jahren. Das hat was damit zu tun, dass wir uns wirklich in vielen Bereichen sehr eingebracht haben, obwohl wir formal in manchen Bereichen gar nicht zuständig sind. Also Sie sehen, wir haben ein Gesamtinteresse daran, dass es läuft. Deswegen sind wir ja beispielsweise auch in der Planungsgesellschaft der RTW dabei. Und das gilt auch für kommunale Infrastruktur. Die Straßenbahnprojekte, siehe Lichtwiesenbahn und Co., habe ich ja gestern schon genannt. Und das führt auch dazu, dass wir mehr Geld ausgeben. Und die segensreiche Anfrage der Abgeordneten Weiß und Eckert, die hat ja auch die Investitionsmittel mal aufgezählt. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Noch einmal zur Erinnerung, Drucksache 20-8858. 2014 gab es insgesamt Fördermittel, die in hessische Projekte gegangen sind, aus dem Bundes-GVFG, vom Land oder aus dem KFA. Investiv, ja, nicht konsumtiv. Investiv von 49 Millionen Euro. Und letztes Jahr waren wir bei 196,3 Millionen Euro Zuschuss für Investitionen, für Bauprojekte. Da ist beispielsweise die Stadtbahn in Frankfurt drin, Europaviertel, da ist die S6 drin, da sind diese ganzen Projekte drin. Das heißt, es wird in Hessen nicht mehr nur darüber geredet, was man bräuchte. Es wird gebaut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es wird gebaut. Was man ja an dem Abfluss dieser Investitionsmittel sieht. Und es ist kein Geheimnis, wir werden vielleicht dieses Jahr sogar noch einmal über die Summe aus dem letzten Jahr hinauskommen, weil jetzt die realen Baumaßnahmen stattfinden, die dann in den nächsten Jahren dazu führen werden, dass ein besseres Angebot technisch überhaupt möglich ist. Siehe S6 in Richtung Bad Vilbel. Ich setze darauf, dass wir Ende nächsten Jahres dort eröffnen können. Und dann fährt die S6 schneller, sie fährt pünktlicher, und es gibt auch die Möglichkeit, mehr fahren zu lassen. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, Schritt für Schritt machen wir da weiter. Aber das müssen wir eben auch finanzieren. Nicht nur den Betrieb, nicht nur attraktive Tickets, sondern auch die Investitionen. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Die beiden Anträge gehen in den WVA.